Am 17.03.2016 fand zum bereits 15. Mal das Turnaround-Forum der Strukturmanagement-Partner in Köln statt. Es war zugleich die Auftaktveranstaltung des Turnaround-Forums 2016. Im domnahen Hilton Cologne fanden sich Finanzexperten, Banker sowie Kreditversicherer zu einer ebenso aufschlussreichen wie unterhaltsamen Veranstaltung zusammen. Konrad Fröhlich, Managing Partner bei Struktur Management Partner, stimmte die ca. 200 Gäste auf einen besonderen Redner ein. Unser Anspruch ist es, in jedem Jahr ein aktuelles, spannendes Thema zu finden. Keyspeaker des Kölner Events war Erik Händeler, Journalist, Zukunftsforscher sowie Bestsellerautor. Das Thema seines Vortrages lautete Zukunft erkennen, Gegenwart gestalten. Wenn man so einen Mittelständler fragt, was ist denn dein größtes Problem, dann sagt er mir, ja, ich finde nicht die richtigen Leute, meine Leute sind zu blöd, die kapieren nicht, was ich denen sagen will, ich habe schon wieder einen Arbeitsgerichtsprozess führen müssen und übrigens die steigenden Lohnnebenkosten. Und dann schauen wir uns doch mal an, was steckt denn eigentlich hinter den steigenden Lohnnebenkosten? Und dann sind wir bei der Pflegeversicherung. Das hat was mit den Lebens- und Arbeitsstilen in den Jahrzehnten vorher zu tun. Dann sind wir bei der Rente, weil die Leute aus Krankheitsgründen leider im Durchschnitt zu früh in Rente gehen. Die Arbeitslosigkeit hat oft was mit Mangel an Gesundheit zu tun. Und die stetig steigenden Krankheitsreparaturkosten. Also ich gehöre zu der Fraktion, die glaubt, dass jetzt der Mangel an Gesundheit der Produktionsfaktor ist, der uns in den Märkten, in den Systemen zu Veränderungen zwingt. Nach kurzweiligen 1,5 Stunden hatten die Besucher beim anschließenden Get-Together noch die Möglichkeit, sich auszutauschen oder sich über ein Wiedersehen zu freuen. David Südi, Partner bei Strukturmanagement Partner, hatte vor der Veranstaltung die Gelegenheit, noch einige Fragen an Keyspeaker Erik Händeler zu richten. Herr Händeler, Sie haben ein sehr, sehr erfolgreiches Buch geschrieben und es ist jetzt schon in der 10. Auflage aktualisiert erschienen. Es heißt, die Geschichte der Zukunft. Ein Longseller. Ja. Muss man die Vergangenheit verstehen, um die Zukunft sehen zu können? Also sie hilft zumindest zu verstehen, wie Wirtschaft funktioniert, weil meistens schauen die Ökonomen nur auf Geld, Preise, Zinsen, Löhne, Staatsausgaben, Geldmenge. Und die Vergangenheit zeigt halt, dass es oft technische Entwicklungen sind, die die Wirtschaft verändern, die Art, wie wir Firmen organisieren. Die Wirtschaft wirkt sich auf Mode und Politik aus, Machtgleichgewichte verschieben sich. Im langen Aufschwung werden die Arbeiter mächtiger und im langen Abschwung werden die Arbeitnehmerrechte gegen Null gefahren. Also wie so alles mit allem zusammenhängt im realen Leben, dafür ist die Vergangenheit sehr hilfreich. Sie sprechen jetzt von sehr langen Wellen. Wenn Sie über lange Konjunkturwellen sprechen, dann basiert das auf der Lehre von Nikolai Kondratjew, dem russischen Wissenschaftler, man könnte sagen frühem Volkswirt Anfang letzten Jahrhunderts, der damals sehr großes weltweites Aufsehen mit seiner Theorie der langen Konjunkturwellen erregt hat. Und die letzte große Welle, die unser aller Leben sehr stark beeinflusst hat, ist sicherlich Computer, EDV und Internet insbesondere. Das wird auch die fünfte Kondratjew-Welle genannt. Die läuft jetzt so langsam aus. Heißt das, wenn wir jetzt schon in der hinteren Phase dieser Welle sind, dass wir dann für die nächsten Jahrzehnte langsam sehr, sehr pessimistisch werden müssen? Muss es aber nicht sein, wenn es gelingt, zu erkennen, was die nächste Knappheit ist. Also erstens, es gibt keine lange Sinuskurve, die durch die Weltgeschichte gleitet. Ob es zu einer langen Krise kommt und wie lange sie dauert, hängt immer davon ab, wie lange wir brauchen, die nächste Knappheit zu überwinden. Also als Transport 1830 der Flaschenhals für die Volkswirtschaft war, musste die Eisenbahn gebaut werden. Und als die Wissensflut explodierte und wir sind mit irgendwelchen Zettelkästen und Karteikästen im Unternehmen nicht mehr hinterhergekommen, haben wir so eine elektronische Kiste wie den Computer gebraucht. Also wenn ich 1830 hier gewesen wäre, hätte ich gesagt, lass uns die Eisenbahn bauen. 1980 hätte ich gesagt, lass uns den Computer nutzen. Wir müssen uns also fragen, was ist die nächste Knappheit? Weil um den Kondratjew kurz zu erklären, der sagt ja, es gibt verschiedene Produktionsfaktoren, und die arbeiten, die entwickeln sich nicht gleichmäßig wie die gesamte Volkswirtschaft und deswegen verändern Produktionsfaktoren ihre relativen Faktorkosten. Also der eine Produktionsfaktor wird mehr teurer als der andere. Ja. Und dann wird der eine plötzlich so knapp, dass man ihn nicht mehr kurzfristig vermehren kann. Und dann wird er zu teuer und dann lohnt es sich nicht mehr zu investieren. Und dann wird es ungemütlich. Und wenn die Menschen dann bereit sind, diese Änderung, diesen knappen
diesen knappen Produktionsfaktor zu überwinden, indem man was anders macht, dann geht es aufwärts. Das Problem ist, dass die Leute sich nicht ändern wollen. Bei der Eisenbahn hatten sie großen Widerstand. Da gab es also Fürsten, die nicht wollten, dass die Eisenbahn über die Fürstentumsgrenzen hinüber gebaut werden. Die Ärzte haben gesagt, ab 30 Stundenkilometer wird man Hirnkrankheiten bekommen. Prediger haben gesagt, wenn Gott gewollt hätte, dass der Mensch sich auf Rädern fortbewegt, hätte ihm auch welche gegeben. Also die ganze Gesellschaft wehrt sich gegen diese Veränderung, bis es uns irgendwann endlich ausreichend schlecht genug geht. Und dann sitzen die Unternehmer vor Ort beieinander und sagen, jetzt lass uns mal unser Geld zusammenschmeißen und die Eisenbahn in die nächste Kleinstadt bauen. Also es hängt von uns selber ab. Kommt jetzt eine Krise, ist Ihre Frage. Es wird ungemütlich, weil die Zeit vorbei ist, wo der Computer uns im großen Stil Ressourcen einsparte. Und auch Industrie 4.0, das ist toll und wichtig und kommt, aber auch Industrie 4.0 ist nur noch so ein kleines Unterkapitel von diesem gesamten Computerstrukturzyklus. Und wir haben jetzt die letzten Jahre davon gelebt, dass die Schwellenländer einen Nachholprozess hatten. Das ist jetzt zu Ende. Und deswegen könnte es jetzt ungemütlich werden, wenn es uns nicht gelingt, rechtzeitig die nächste Produktivitätsstufe zu erreichen. Wir sind hier auf dem Turnaround-Forum von Strukturmanagement Partner. Wir beschäftigen uns mit Turnarounds, mit sehr viel Ungemütlichkeiten tatsächlich und mit dem Auf und Ab von Industrien, von Ländern, von Konjunkturen auch. Und wenn wir an Deutschland denken, dann denken wir in Sachen Kondratjew jetzt vielleicht nicht an die Eisenbahn und vielleicht auch nicht so sehr ans Internet, sondern dazwischen an den vierten großen Aufschwung und die vierte große Kondratjew-Welle, wo die Automobilindustrie eine ganz große Rolle gespielt hat und die individuelle Mobilität. Das ist dann ja, wenn wir jetzt schon gegen Ende der fünften Welle unterwegs sind, möglicherweise wirklich von vorgestern. Und deshalb für uns eine ganz spannende Frage, welche Zukunft der Automobilindustrie in Deutschland sehen Sie denn in diesem Kontext? Ja, eine große Zukunft. Wir werden immer Autos haben und bauen. Das Problem ist bei dieser Frage, ist die Vorstellung davon, was ein Wachstumsmotor ist. Also für uns ist immer Wachstumsmotor etwas, wofür wir einen Haufen Geld ausgeben. Mhm. Aber in Wirklichkeit, Kondratjew Realwirtschaft, ist ein Wachstumsmotor etwas, was uns Ressourcen einspart. Mhm. Also als wir nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem wir so viel Geld im Zweiten Weltkrieg investiert haben in Kübelwagen und Panzerfabriken und Soldaten am LKW gelernt haben, herumzuschrauben. Wir haben im Zweiten Weltkrieg so viel investiert in diese Infrastruktur und in die Kompetenzen, dass nach dem Zweiten Weltkrieg das Auto sich ausbreiten konnte. Damals war das Auto Wachstumsmotor. Mhm. Aber dann war das durch und dann war die Wissensflut das Ding, was wir effizienter machen mussten. Dann kam der Computer. Und der Computer war dann Wachstumsmotor in den 70er, 80er, 90er, 0er Jahren. Aber mit Hilfe des Computers konnten wir Autos und billiger herstellen. Also wir haben weiter Autos und wir werden weiter Autos herstellen, aber Wachstumsmotor war jetzt der Computer und nicht mehr das Auto. Und so ist es auch in Zukunft. Wenn die Wissensflut explodiert und wir mehr unscharfes, unstrukturiertes Wissen produktiv anwenden müssen, indem wir gut zusammenarbeiten, dann werden wir durch eine bessere Arbeitskultur Autos noch produktiver herstellen. Also wir werden noch bessere und noch sparsamere und noch mehr Autos herstellen, aber eben nicht mehr durch noch mehr IT, sondern durch etwas anderes, was jetzt kommt. Ja, und das ist genau die Frage. Was ist das, was jetzt kommt? Was wird aus Ihrer Sicht die sechste große Welle werden? Also der Kondratjew sagt, das, was knapp ist beim Arbeiten, da ist der Veränderungsdruck, da drückt der Schuh am stärksten. Und wenn man jetzt einen Unternehmer fragt, was ist denn dein größtes Problem? Dann sagen die meistens nicht meine Energiekosten oder so, sondern außer er produziert Zement. Wenn man einen Unternehmer fragt, was ist denn dein größtes Problem, dann sagt er, ich finde nicht die richtigen Leute, meine Leute sind zu blöd, kapieren nicht, was ich denen sagen will, ich habe schon wieder einen Arbeitsgerichtsprozess führen müssen und übrigens die steigenden Lohnnebenkosten. Ja. Und wenn man sich anschaut, was steckt eigentlich hinter den steigenden Lohnnebenkosten? Und dann sind wir bei der Pflegeversicherung. Das hat was mit den Lebens- und Arbeitsstilen in den Jahrzehnten vorher zu tun. Dann sind wir bei der Arbeitslosigkeit. Das hat oft was mit Mangel an Gesundheit zu tun. Die Rente, weil die Leute aus Krankheitsgründen im Schnitt leider zu früh in Rente gehen. Und die stetig steigenden Krankheitsreparaturkosten. Mhm. Also ich gehöre zu den Leuten, die glauben, dass jetzt der Mangel an Gesundheit der Produktionsfaktor ist, der uns zu Veränderungen zwingt. In der Erwerbsbiografie, in der Sozialversicherung, im Arbeitsleben, in der Arbeitskultur, dass wir gesund im Beruf alt werden können, dass wir langsam uns rausschleichen, dass wir ab 58 Jahren die 5-Stunden-Schicht in der Produktion machen, dass wir ganz andere Dienstleistungen für die Gesunderhaltung der Gesunden haben, dass wir ein echtes präventives Gesundheitssystem aufbauen. Also diese Knappheit an Gesundheit, die zwingt uns, einiges anders zu machen. Das ist dann der Wachstumsmotor. Das spart uns Ressourcen ein. Aber wir werden sehr schnell merken, dass wenn wir über Gesundheit als knappes Gut reden, dass es hier nicht nur um Hardware-Medizin geht, also Medizintechnik, Pharma, Nanotechnik, was weiß ich, das ist alles wichtig. Aber
es geht zunehmend auch um die immateriellen Aspekte von Gesundheit, um seelische Gesundheit, um psychosoziale Gesundheit. Weil früher am Fließband, ob die Leute miteinander zurechtgekommen sind oder nicht, war völlig egal für die Gütermenge, die vom Fließband runtergerollt ist. Aber jetzt in der Wissensgesellschaft wird alles komplexer. Wir sind viel mehr angewiesen auf das, was der andere kann oder weiß. Und wenn Sie dann im Team jemanden haben, der ein bisschen komisch reagiert, leicht verhaltensauffällig ist, ein bisschen neurotisch, dann ist die Produktivität vom ganzen Team lahmgelegt. Also deswegen wird jetzt seelische und soziale Gesundheit wichtiger. Und Gesundheit und Sozialverhalten sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. Weil wenn die Leute sich schlecht verhalten, machen die Leute sich krank. Und kranke Leute sind auch welche, die eben nicht so kooperativ und entspannt reagieren können. Und das ist in der Wissensgesellschaft deswegen so wichtig, weil wir wollen ja Wissen produktiv anwenden, wir sind auf andere angewiesen. Und deswegen ist diese Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit anderen, das ist dann psychosoziale Gesundheit. Und in weniger hochentwickelten Volkswirtschaften als den unsrigen ist das Gesundheitsthema wahrscheinlich vielleicht auf anderer Ebene, aber mindestens genauso ein Riesen. Also wenn Sie eher verhungern, haben Sie natürlich eine andere Knappheitsgrenze, aber insgesamt gesehen trifft das alle Länder der Welt, weil auch in China mit der jetzt jahrzehntelangen Ein-Kind-Politik, wenn Sie ein verfettetes chinesisches Kind haben, was zwei Eltern, vier Großeltern ernähren soll, dann ist das halt auch von Zivilisationskrankheiten eher getroffen, vielleicht sogar schon in jüngeren Jahren. Und also alle Länder geraten jetzt unter Veränderungsdruck, effizienter mit Wissen umzugehen. Und das zwingt alle Kulturen der Welt, sich anders zu verhalten. Deswegen wählen die in Indien die Hindu-Nationalisten oder hat man das Islamistenproblem in der arabischen Welt oder wählen die jetzt vielleicht den Trump in den USA. Also weil die Leute sich nicht ändern wollen und dann ziehen die sich wieder auf ihre Gruppe Kultur zurück. Also alle Kulturen geraten unter Druck, effizienter mit Wissen umzugehen und deswegen wird das Sozialverhalten in diesen Kulturen und deren Gesundheit, das wird halt für den Wettbewerb entscheidend. Es ist hochinteressant, weil die großen makroökonomischen Fragen, die uns jetzt so jeden Tag eigentlich in der Presse und im täglichen Leben beschäftigen, EZB, Zinsniveau, Schuldenkrise, Finanzkrise, Deflationsgefahr, das sind so die Dinge, über die wir reden. Reden wir dann zu kurzsichtig? Meine Rede. Ja, also es ist einmal der zu kurzfristige Blick. Der hilft im Aufschwung. Wenn Sie im Aufschwung eine Eisenbahn bauen, dann haben Sie so viel zusätzliches Wachstum, dass Sie mit kurzfristigen Maßnahmen zu dem gewünschten Ergebnis kommen, als Unternehmer oder als Politiker. Aber im langen Abschwung, wenn ein technologisches Netz fertig investiert ist und da keine großen Produktivitätsreserven kommen, dann helfen Ihnen die kurzfristigen Maßnahmen oft weniger. Und das, was Sie angesprochen haben, die Volkswirtschaft, Lehre, die blickt meistens auf die monetären Faktoren, Preise, Zinsen, Löhne, Staatsausgaben, Geldmenge, Steuerreform vorziehen. Also die reden über Geld und er sagt der Kontratev, ja, es ist nicht blöd, aber es ist völlig unwichtig, weil entscheidend ist das, was sich im realen Leben effizienter macht. Ja. Wenn Transport knapp ist, dann ist es völlig wurscht, ob sie die Geldschleusen öffnen oder Zinsen erhöhen oder senken. Entscheidend ist, ob im realen Leben die Eisenbahn gebaut wird. Das ist das Entscheidende. Herr Händler, herzlichen Dank. Hurra.